wir es aushalten? Das ist hier die entscheidende Frage. Immer wieder bekommt mein Team die Frage gestellt, darf Wassermelone in unsere Lunchbox? Testen wir das heute doch einfach einmal gemeinsam. Und somit herzlich willkommen in meinem Bumpy-Labor. Und unser heutiges Testobjekt ist diese traumhaft schöne Lunchbox. Wie immer bin ich natürlich bestens vorbereitet. Ich habe die Wassermelone bereits geschnitten, in die Lunchbox gefüllt. Und nun, meine lieben Freunde, geht's los. Wir schließen diese Lunchbox. Und der Schütteltest kann beginnen. Gemeinsam diese Lunchbox. Es ist ein ganz schönes Geschüttle. Wie ihr sehen könnt, tropft die Lunchbox leider. Also die Wassermelone hält sie nicht stand. Ich wäre nicht Professor Dr. Isabel, wenn ich nicht direkt auf eine Lösung für euch parat hätte. Wie ihr wisst, haben wir diese wundervollen kleinen süßen 350 ml Trinkflaschen. Mit dem Deckel könnt ihr damit nämlich auch eure Wassermelone transportieren. Das heißt, demnächst, wenn ihr Wassermelone in die Schule nehmen wollt, dann macht ihr die nicht mehr in eure Lunchbox, sondern in diese Flasche. Dann könnt ihr euch noch einfach einen schönen Spießer mitnehmen oder eine lange Gabel und eure Wassermelone aus unserer Flasche löffeln. Das wird lecker.